Hey Leute, ich begrüße euch in diesem Quicktip und heute geht es um die Low-Key-Fotografie. Genauer gesagt geht es nur darum, mal ein Streiflicht zu setzen. Ich blende es mal ein, was ich genau meine. Ein Streiflicht zu setzen, wo wir wirklich nichts groß erkennen. Nur durch dieses ganz zarte Streiflicht, diese zarte Lichtlinie, sage ich mal, erkennen wir die Kontur des Körpers, des Kopfes, was auch immer wieder halt anleuchten. Darum geht es, wie wir das umsetzen, dazu mehr in diesem Quicktip. Groben ist es schon mal aufgebaut. Was muss konkret beachtet werden bei Kameraeinstellung, bei Blitzeinstellung etc. beziehungsweise auch bei der Raumumgebung? Fangen wir mal bei der Kamera an, bei den Kameraeinstellungen. Wir müssen sicherstellen, dass wir kein Umgebungslicht, was durch Fenster reinfällt etc. irgendwie auf unseren Sensor bekommen. Das müssen wir ausschließen. Das heißt also, macht doch einfach mal ein Foto, stellt eine kleine Blende ein. Ich habe jetzt hier eine Blende 8. Bei der Nikon eine Verschlusszeit eingestellt, ein 250. Ist die Blitzsynchronzeit bei der Nikon, habt ihr Canon oder habt ihr Sony, also bei Sony weiß ich es ganz sicher, da ist das nicht ein 250. diese Blitzsynchronzeit, da stellt man ein 160. ein. Da seid ihr auf der sicheren Seite, bevor dieser schwarze Verschlussvorhang nachher im Bild zu sehen ist. Bei Nikon sind das ein 250. Und dann macht einfach mal einen Testschuss in den Raum rein. Wichtig ist, dass euer Bild dann hinten schwarz ist. Ihr dürft nichts sehen. Wenn da was zu sehen ist, dann dreht, in dem Fall, wenn ihr zu Sony habt, ein 160. bloß einstellen könnt. Sonst, wie gesagt, kommt ja dieser schwarze Verschlussvorhang von der Kamera. Dann dreht die Blende einfach noch kleiner. Ja, dann geht von Blende 8 von mir aus auf Blende 10, Blende 11, ja, Blende 13. Probiert euch da aus. Ihr müsst im manuellen Modus halt ein Foto schießen in den Raum, wo ihr blitzen wollt. Aber es darf nichts auf dem Foto zu sehen sein. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, den Blitz hinten so positionieren, und ihr seht schon, das ist total geil. Wir brauchen, wenn ihr so in den Raum rein fotografiert, brauchen wir auch keinen schwarzen Hintergrund. Das ist nicht notwendig. Deswegen ist der oben, ich habe den gar nicht runtergerollt. Wir sehen diesen Mauerhintergrund nachher gar nicht. Ja, weil wir die Blitzsynchronzeit kombiniert mit der kleinen Blende so gewählt haben, dass wir kein Umgebungslicht hier auf den Sensor bekommen. Der Blitz, der ist schräg hinter dem Model positioniert. Dabei bitte bloß aufpassen, dass der Blitz nicht direkt in die Kamera ragt und halt in die Kamera direkt reinschießt. Er muss also quasi so vorbeischießen, wenn ihr euch hier positioniert, dass der Blitz dann quasi hier vorbeischießt. Das ist wichtig, nicht direkt in die Kamera rein. Abgesehen davon, wir wollen den Blitz ja auch nicht im Foto sehen. Und das war es dann eigentlich schon. Ja, mehr ist da nicht zu beachten. Das Einzige, den Tipp gebe ich noch. Es ist natürlich immer von Typ zu Typ unterschiedlich. Wir Menschen haben alle eine unterschiedliche Gesichtskontur, unterschiedliche Körperkonturen. Und da ist dann halt wirklich ein Experimentieren mit dem Blitz, in welchem Winkel, welche Höhe, ja, muss man den noch ein bisschen schwenken, den Blitz. Es ist dann manchmal so eine Zentimeterarbeit, aber wir sind nun mal alle unterschiedlich, wir sind alle nicht gleich gebaut, ja, von unserer Knochenstruktur her und so. Und da müsst ihr einfach mal ein bisschen experimentieren. Aber das, was ihr jetzt hier grob seht, ist so die Einstellung, die hier der Schlüssel ist für so ein Streiflicht. Solltet ihr in einem doch etwas kleineren Raum sein, wo ihr weiße Wände habt, also helle Wände, es geht um helle Wände, die sehr ein kleiner Raum dahingehend, dass die sehr nah an euch dran sind. Es ist wichtig, dass ihr das Licht, was von dem Blitz kommt, ihr müsst vermeiden, dass das von irgendwelchen Flächen wie Wänden reflektiert wird und wieder zurückgeworfen wird, dann habt ihr diesen Effekt zerstört. Wenn die Wände, wenn der Raum sehr groß ist und die Wände sind ein paar Meter weiter weg, dann reicht die Blitzleistung nicht aus, dass die wieder zurückgeworfen wird. Sind die Wände doch aber, oder der Raum sehr klein, dann wird das Licht doch zurückreflektiert. Und da müsst ihr dann einfach mal einen Abschotter hinstellen. Blende ich gleich mal ein. Einfach gegenüber des Blitzes positionieren diesen Abschotter, der dann Streulicht wegschluckt. Ja, und so habt ihr auch dieses Risiko da vermieden, ausgeklammert. Und da kann dann auch nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, machen wir mal das Foto, blenden wir das Foto ein, was dabei rauskommt. Ja, ihr seht schon, das ist recht simpel und einfach gemacht. Es ist keine große Zauberei dahinter. Ja, ein paar wichtige Punkte sind zu beachten, ganz klar. Wenn euch der Quicktip gefallen hat, wie immer, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, freue ich mich drüber. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und
Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren. Solltet ihr mehr Interesse haben an dem Thema Loki, ich verlinke hier drunter auch mal direkt zum Fotografie-Workshop Loki-Fotografie. Der geht dann 3 Stunden intensiv, da geht es nur um das Thema Loki, richtig cool. Und ja, euch auf jeden Fall viel Spaß beim Richten des Lichtes, beim Fotografieren und wir sehen uns im nächsten Quicktip.